Ihr seid zum ersten Mal hier. Mit welchen Erwartungen? Ja, nur mit dem Besten. Wir sind gespannt. Morgen geht die Wiesn los und heute nochmal was Edles und Schönes. Ja. Auf so einem grünen Rasen, das ist ja auch sehr ungewohnt. Wie hat sich deine Liebste hier gemacht bisher mit den Schuhen? Hervorragend. Also es ist ein stabiler grüner Rasen und es gibt eigentlich nichts Schöneres als eine schöne Frau auf der grünen Wiese. Alles super. Wir sind mit einem sehr schönen Elektroauto hierher gekommen, wie sich gehört. Und ich finde, das ist genau die richtige Message. Als Filmproduzent sehr erfolgreich, hoffentlich demnächst mit Männerherzen. Der ist es angelaufen. Ein ganz toller, lustiger Film. Danke. Ihr habt ja auch viel zu tun. Die müssen hin und her fliegen. Da wird ja die Umwelt nicht gerade geschont. Habt ihr da schon Gedanken, wie ihr das vielleicht auch in Zukunft verbessern könnt oder verändern könnt? Also ich bin kein Fan dieser Hin- und Herfliegerei. Es ist zwar, finde ich, schön, wenn man irgendwie gerade einen Gesprächspartner dann einmal live gesehen hat, aber dann, finde ich, gibt es ja heute genug Möglichkeiten, das mit Skype zu machen oder mit einer Telefonkonferenz. Oder ich sag mal, man muss nicht immer an einem Tisch sitzen. Es ist zwar oft schön, aber ich versuche das sehr zu reduzieren. Und man sollte die Zeit lieber investieren und zum Beispiel ins Kino gehen und Männerherzen anschauen, der jetzt gerade startet und einen schönen Kinoabend garantiert. Eure Umweltsünden. Es gibt bestimmt irgendwas, was noch nicht. Zum Beispiel, wie ist denn das zu Hause mit den Standby-Geräten? Ja, also ich bin da ein Sündiger, muss ich zugeben. Aber das kann man einfach ausmachen. Ich stecke mal aus, sie steckt immer ein. Es ist ein klares Prinzip. Abschließende Frage, wenn ihr in die Zukunft schaut, Technologien, die sich verändern, gibt es da eine Idee oder einen Wunsch, wo ihr sagt, Mensch, das wäre toll, wenn sich da eine grüne Technologie stärken oder entwickeln könnte? Gute Frage. Also ich glaube, beim Auto fängt es an. Man muss auch genau gucken, Elektrostrom ist ja nicht automatisch immer guter Strom. Auch da muss man, glaube ich, noch eine Frage mehr stellen. Ich glaube, man muss einfach insgesamt bewusster leben. Das gilt jetzt nicht nur für einen Bereich oder ein Gerät, sondern wirklich hinterfragen, was haut man da eigentlich gerade raus an Energie. Vielen Dank und schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön.